Aktualisierungsinfo 5. Neuer Inhalt, hohe Schwierigkeit, Kulve Tarot. Diese Aktualisierung beinhaltet die Quest Hohe Schwierigkeit mit Kulve Tarot. Erlege das Monster und erhalte Material, das sich sonst nirgends finden lässt. Ein Gebiet, in dem du Drachenelement-Eier finden kannst, ist auch verfügbar. Vorsicht vor dem herumschleichenden Magma-T-Rex. Und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories 2. Der Release von Diablo 2 Resurrected und New World hat mich ziemlich auf Trab gehalten. Ja, aber wir sind wieder mal hier bei Monster Hunter Stories 2 und müssen Jumlana mal wieder Bericht erstatten. Wer hätte das gedacht, nachdem wir diesen sehr harten Kampf gegen den Nergigante gewonnen haben? Heidewitzka, war das ein Fight. The Nergigante was lurking in the crystal depths. Did you slay it? No, we didn't. But... We discovered something horrible. Horrible, you say? A monster appeared from the depths of the earth. That's the reason the Nergigante was moving around so much. It was pursuing this monster. I see. So you caught a glimpse of Altura. Altura? What's that? That is the name of the horrible thing you speak of. Did you know that there was a monster at the bottom of the pits all along? I know simply what is spoken of in the ancient legend. As to whether or not it is real... Tanze, o Licht am Firmament, vom Himmel zu uns geschickt. Bring uns Hoffnung, zeige den Weg in all unsere Zukünfte. I feel like I've heard that song before somewhere. It's a song about the Rathalos legend. It's sung during rituals in Mahana Village. I'm surprised it's known here as well. It is inscribed on a stone mural at the shrine. Come, see for yourselves. Stimmt, wegen der Rathalos-Legende sind wir ja auch hier. To the Rathalos song. What's this? I've never seen this part of the song before. Is there more to the legend? Yeah. So this song reveals more of the Rathalos legend. I don't get it at all, though. Such is the nature of legends. They change over time, so much so that their true meaning is lost to the ages. More light, please. This is the Rathalos legend of Nuate Village. It looks like the one back in Ruto, except the bottom half. All this is new to me. Dance, O light, across the sky, sent to us from heaven. With flames you burn, a crimson hue, burn through all our destinies. Before the red sky is painted blue. So this is Ray's Wing, Ratha. It looks like it's burning down the whole world with its power. It certainly appears that the Rathalos Wings of Ruin were the cause of destruction. But wow, that's so much power! Oh.
What is it? What do you see? Huh? See what? It's reversed. When you look at it this way, it looks like Altura is the one bringing about the ruin from deep in the pit. I see. And Razewing Rotha's flames are burning it up. So the Rathalos defeated Altura? Which would mean everyone's had the legend backwards this whole time? All we have here is the image on the wall. It is up to the beholder to interpret it as they will. You must ask yourself, which monster is the real evil here? Before the red sky is painted blue, what could that part mean? I don't understand. Why was the part of the legend about Altura forgotten? Who can say for sure? It seems it disappeared into the pit after its battle with Rathalos so long ago. In time, its threat faded from people's minds, and so the legend became solely about a Rathalos. One with the wings of ruin that brought forth destruction. This Rathalos possesses the power to stand against Altura. However, the strength of that power is so great as to slowly chip away at his very life. How do you know that? I can sense the flames of his life force weakening. The burden of such great power is too much for his body to bear. Are you serious? So that's why Ratha's power has become more unstable? I know you must be worried, but you must not forget. This Rathalos cannot defeat Altura without that power. You can hear the voices of monsters, can't you? Listen to the Rathalos, and share this burden with him. I'm going back to Lelouchus. I need to tell the Scriveners what we found. Thanks, Cheval. Hopefully this will bring Lilia around. Right. We should continue investigating the pits. I'm worried about Rotha, but we can't stop now. We have to keep after Altura. Yeah! I think it's time for a strategy meeting. Damit wäre auch geklärt, wer das Monster im Inneren der Krater ist. Altura. Geh zu deinem Haus. Ja, da oben irgendwie lang. Nee, hier lang, genau. Ein Strategie-Meeting, ja. Hoffentlich bringt er auch seinen Flipchart mit. Ach, guck mal, wer hier ist. Ah, here they are. Kyle! Tsukino! Come on, Kyle. What are you two doing here? After we parted, we conducted our own inquiries into the pits. We got some useful intel from some hunters. Right? Kyle? This is such a weird little village. Trying to get anyone to talk to us was like getting blood from a stone. Once we told them we were with you, however, they were a lot more cooperative. Yeah, they're like that around here. But things are bound to change. Yes, just like how Ruto changed. Okay, whatever. Now that we're all here, let me tell you what we found out. The Rathalos that disappeared were sighted flying in the direction of that strange light. Are you sure? More than one hunter saw it happen. But nobody seems to have any idea what it might mean, though. Guardian Ratha followed the light as well. Maybe there's some connection between Rathalos and Altura. Altura? What's that? It's the monster at the bottom of the pits. Huh? What? There's something living down there? That's not all! We had the legend about Ratha all topsy-turvy! It's Altura that brings ruin! We gotta yank it out of the pits and defeat it somehow before it's too late! But we have no way of telling where it will appear next.
There's more. Light shining from the pits is starting to change color. Huh? Why would that happen? I don't know. That's why we need to get to the scene. Let's look at the pits again. We might find a clue about where Altura's headed next. Good idea. Let's go. Die Krater weiter untersuchen, aber wohin würden wir überhaupt gehen? Wir haben die Bestätigung erhalten, dass drei neue Krater aufgetaucht sind. Einer beim Hartsky-Felsenhügel in Alcala, ein weiterer in der Loloska-Felsschlucht. Der dritte ist im Yalma-Hochland in der Wüste von West Lamoure. Du solltest sie alle drei untersuchen, wir kommen auch mit dir. Alles klar, es wird toll, los geht's. Gut, damit ist Kyle wieder bei uns und ja, Sturzflugdesaster. Die wahre Identität des Unheilbringers wird aufgedeckt. Ein einfaches Lied verbindet sich mit der Legende auf dem Monument Ausmerzflügel Rata, wird mit einer Feuersbrunst aus dem Himmel herabstoßen, um Alturas Toben Einhalt zu gebieten. Die Wahrheit wurde endlich offenbart. Kyle ist jetzt dein Kumpel. Ja, sehr geil. Okay, passt mal auf. Wir werden erstmal ein bisschen uns ausrüsten müssen. Der letzte Kampf hat mich echt geschockt. Also das wäre nun fast in die Hose gegangen. Und bevor das wieder passiert, müssen wir nun ganz, ganz, ganz dringend aufpassen, wie wir jetzt weitermachen. Und eine Idee, die ich habe, wäre natürlich, erstmal Honigbutter einzureichen. So, Dankeschön. Nein, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist Nergigante. Nergigante, Leute, das ist extrem wichtig. Weil... Ganz kurz die Quests alle annehmen. Okay, der Nergigante, weil ich will mir die Nergigante Rüstung bauen. Anders, glaube ich, kommen wir hier nicht wirklich voran. Wir müssen Nergigante-Stuff haben, denn ihr habt ja gesehen, wie hart ich kassiert habe. Und ich glaube, ich werde echt richtig, richtig aufbauen müssen. Deswegen Nergigante, ja, gibt es nicht ohne Witz so viele Waffen, 6 Waffen insgesamt. Also jeder Typ Waffe ist mit Nergigante-Power versehen. Und es gibt auch die extrem cool aussehende Nergigante Rüstung, die wir sogar schon bauen können, wie ich gerade sehe. Von daher bauen wir die auch schon mal, die erste Runde. Die dürfte nämlich Resistenz gegen Drachen haben. Wartet mal, ausrüsten erstmal. Hat sie nicht, aber hat eine extrem hohe Verteidigung, also höher als meine Zinoga Rüstung. Gut, damit haben wir sie schon mal, aber wir müssen sie weiter ausbauen. So, erstmal, ja, Nergigante-Stuff am Start. Ja, ich habe jetzt überall diese Nergigante-Zähne. Ja, der Nergigante sollte jetzt, wenn wir ihn für die Story erlegen, nochmal ein bisschen schwächer sein. Also, der dürfte jetzt abfarmbarer sein. Objekte, auf jeden Fall kombinieren, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Stuff, also... um vitale Essenz. Rohes Fleisch haben wir noch ein bisschen. Ja, wir können auf jeden Fall, oh ja, wir können ordentlich vitale Essenz herstellen. Ja, perfekt. Ah, ne, können wir nicht. Wir haben kein rohes Fleisch. Ah, fuck it. Ja, wir haben gar keins. Okay. Wir können doch nicht so viel herstellen, wie ich dachte. Hm. Kann man rohes Fleisch kaufen? Einfach bei der Händlerin? Denn, ja, ich weiß... Also ich werde wieder ein bisschen was brauchen. Also ich kenne das ja nun schon mittlerweile. Welcome. Also der Händler, nicht Händlerin, der Händler. Und er verkauft leider kein rohes Fleisch. Muss ich farmen gehen. Ich probiere es erstmal ohne. Das kann aber übelst in die Hose gehen. Da ist noch eine Quest. Hungrig wie ein Tigrex. Du erkundest hier die Gegend, was? Bist du zufällig irgendwelchen Altarot über den Weg gelaufen? Wenn du Glück hast, lässt ein Altarot einen schönen Magen fallen. Ist eine seltene Delikatesse und meine Leibspeise. Okay. Ja gut, dann muss ich eh Altarots töten und von dem bekomme ich ja dann auch Fleisch wahrscheinlich. Lass mal ganz kurz gucken. Quest-Info. Ich kann ein paar Sachen schön... Oh ja, ich kann dringend abgeben. Ich suche jetzt aber noch meine... Nergigante ist Fuß des Terga-Vulkans. Katzerwandstand, okay.
Tja, mal gucken, ob wir den jetzt einfach mal so erledigt kriegen, weil der Kampf war nun schon wirklich megamäßig hart. Was haben wir hier noch? Oh, dich nehme ich doch auch mal schnell mit, wenn ich dich schon mal so sehe. Ja, ich muss ein bisschen in die Kämpfe gehen, weil sonst... Sonst wird das ja hier nichts. Ja, schön austeilen hier. Wird das ein Techniksiegel probieren? Ah, nee. Er macht Aufladen. Ganz kurz Monsti wechseln. So, komm mal her, Mitsu. Wow. Okay, ja, du bist ready, ich bin ready. Und dann lass uns mal eine richtige Attacke reinwämsen. So, liegt am Boden. Das heißt, ja gut, ich kann gerade eh nichts anderes machen. Ich wollte schon sagen, hat das noch immer nicht gereicht? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe jetzt die Kämpfe auf schnell stehen, damit wir sie jetzt auch schnell beenden. Hier ein grüner Plesior, den können wir uns auch nochmal schnappen. Den brauchen wir noch für eine Quest. Ah, okay, den haben wir noch gar nicht besiegt. Dann müssen wir erstmal auf den Konshu ein bisschen mit drauf gehen hier. Okay, Konshu ist einfach mega nervig. Nein, verdammt, falscher Angriff. Oh, muss man echt mal aufpassen, bevor mich die Konshus hier gleich alle wegmemsen. Warte mal, wir greifen halt ganz schön den Plesiot an, aber die Konshus sind natürlich auch ein bisschen nervig. Deswegen, warte mal, Donnerfaust bitte auf dich. Und ich gebe uns allen eine Runde Pulver. Boah, Donnerfaust reicht nicht, um den fertig zu machen. Na, endlich. Wow.
Na endlich. So, Plesiot muss jetzt dran glauben. Ich brauche dringend Lebenspulver. Naja, komm, Bindungsfähigkeit, um seine Attacke, die jetzt nämlich kommt, zu blocken. Alter, Kai macht einen Schaden. Ja, komm, Donnerfaust. Ah, shit. So, komm nochmal Donnerfaust rein, ey. Ich muss jetzt hier langsam mal alles zu Ende gehen. So. Mit Donnerfaust geklärt. Ja, A-Rang. Ja, der Kampf war auch jetzt echt nicht so geil. Ich habe ein paar elementare Fehler gemacht. Deswegen Kampf war... da ist der Nergigante. Nee, ist kein Nergigante. Sah nur so aus wie Nergigante. Objekte, Megatrank. Nö, aber Trank reicht aus. Kann ich noch ein Lebenspulver craften? Yes, kann ich. Oh, gut. Aha, auch nicht so viel, ne? Boah, also ich habe echt schon teilweise ganz schön gut aufgebraucht hier. So. Ja, gegen dich kämpfe ich nicht. Du bist mir zu blöd. Ja, der wird sich am Vulkan aufhalten. Der wird jetzt hier nicht... Der wird jetzt hier nicht, Genau, Weg zum Vulkan Terga. Da wird er unterwegs sein. So, dann aber hier dem Weg folgen. Genau, vulkanische Tore. Weil da haben wir ihn ja auch bekämpft für die Story. Das ist mal sehr wahrscheinlich, dass man ihn dann da auch wieder findet, in diesen Gebieten. Ich muss nebenbei echt ein bisschen Zeug mitnehmen. Oh, Schakalakas, ne? Kein Interesse an Schakalaka-Kämpfen. Können mir gestohlen bleiben, die Schakalakas. Tut mir leid für Schakalaka-Fans. Aber I don't like Schakalakas. So. Aber ansonsten muss ich sagen, die Story bisher ziemlich interessant. Also gefällt mir teilweise sogar besser als im ersten Monster Hunter Stories. Also vor allem auch nicht so viele Passagen drin, die so pseudonervig sind. Das heißt pseudonervig, latent nervig ist ja das korrekte Wort. Also da hatte der erste Teil deutlich mehr Probleme gehabt. Beim zweiten jetzt geht's, finde ich. Also sehr viele Passagen drin, die mir sehr viel Spaß machen. Also schön, dass auch nochmal alte Charaktere vorkommen. Ich finde auch so Altura, so wie, da, wie dieser Gegner aufgebaut wird, das ist auch ziemlich cool. Das macht alles schon auf jeden Fall Spaß. Deswegen, ja, beide Daumen hoch, würde ich sagen. Ne? Also ist eine schön erzählte Monster Hunter Geschichte. Ich glaube übrigens, dass diese Wege sich öffnen, wenn wir dann theoretisch in den High Rank wechseln, was ja am Ende des Spiels nach
Vollendung der Hauptstory käme. Und ja, ich spreche schon so ein bisschen quasi käme, weil ich weiß noch nicht, wie ich das spielen werde. Da sind wir jetzt auch ganz ehrlich, die letzten Tage kamen schon nur selten Folgen. Also ich habe schon vor, das Spiel durchzuzocken. Ob ich mich in den HC stürzen werde, weiß ich noch nicht. Ich meine, ich habe beim ersten Monster Hunter Stories auch nicht so viel HC gemacht. Ich weiß, es gibt immer einen Haufen Leute, die sagen, ja komm, mach doch noch ein paar HC-Inhalte. Es sind ja auch ganz coole Sachen dabei. Naja, stimmt natürlich schon, ne? Ist nicht von der Hand zu weisen, aber naja, das dauert dann noch alles so viel Zeit. Und dann gibt es ja auch noch diese anderen Games, die ich ja auch noch zocke, ne? So ein Diablo oder so. Wegen denen ja auch sowieso in letzter Zeit schon weniger Videos kamen. Ich glaube, das würde dann auch einfach nicht besser werden. Aber ja, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich Monster Hunter Stories 2, zumindest die Hauptgeschichte, durchspielen werde. Wir sind noch kurz vorm Ende. Also wir sind wirklich ja, also ich glaube, der Kampf gegen Ultura ist dann auch wirklich das Ende der Story. Und bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ich meine, es wird ja nicht undramatisch. Jetzt haben wir erfahren, dass Rathas Körper durch die Wings of Ruin, durch diese geballte Kraft, die Ratha hat, um auch am Ende Ultura besiegen zu können, schon ziemlich angeschlagen ist. Was bedeutet das jetzt für Ratha? Ne? Das wissen wir ja noch gar nicht, was das bedeutet. Deswegen kann ja am Ende hier ganz dramatisch nochmal werden. Ne? Also, man darf gespannt sein. Ja, vulkanische Tiefen und hier ist nix. Also irgendwie bin ich jetzt falsch gelaufen oder... Ich guck mal, also da muss ich abends kommen, um den Nergigante zu finden. Ich sollte nochmal in die Quest vielleicht mich reinlesen. Weil hier ist er ja offensichtlich nicht. Wartet mal. Die Quest sagt... Oh ja, dass wir ja schon was zum Einreichen haben. Die Quest sagt folgendes. Erstmal Ziel festlegen. Ja, da steht auch nur Katzawanstand, Fuß des... Ja. Steht es auch nur, dass es eine Sichtung eines... Warte mal, wir machen das mal anders. Lightmonster, Ratter. So. Da müssen wir hier auch nicht ganz viele Kämpfe machen, sondern können einfach quasi übergeordnet Herr der Lage sein. Was ist das denn da hinten? Ach so. Oh, sieht irgendwie schrecklich aus. So. So, ja, es bleibt bei Terga. Ich laufe jetzt aber diesmal auf der anderen Seite lang. Vielleicht. Aber erst normalerweise ist er ja immer da zu finden, wo man auch die Story-Queste gemacht hat. Deswegen wundert mich das gerade so ein wenig. Aber gut, wir haben jetzt auch schon ein paar Kämpfe gemacht. Das heißt, ihr seid jetzt nicht kampflos unglücklich. Aber ich will schon 2-3 Minuten jetzt noch machen. Also den Kampf, eigentlich der Gigantekampf, wenn ich ihn denn finde, würde ich sehr gerne noch machen. Ist mir schon klar, dass jetzt hier nicht ganz viele Nergigante herumlaufen. Das würde narrativ gesehen keinen Sinn machen. Ein Stinkpilz. Nee, ich glaube, hier ist der auch nicht. Also dann bleibt eigentlich wirklich nur tatsächlich Terga
und dann anders laufen. Ich glaube ja nicht, dass sie Ratta sterben lassen. Also ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil das wäre dann ja wirklich für die Fans richtig, richtig schlimm. Glaube ich. Zu meinen, zu wissen. So, Schakalakalakalaka. Ja, Gigant, wo bist du? Ich mag den der Gigant schon seit Monster Hunter World, wo er ja eingeführt wurde als Flagship-Monster. Die Story hatte ich euch ja schon mal erzählt, dass eigentlich der Nergigant das Flagship-Monster von Monster Hunter World ist. Man es dann aber nochmal geändert hat in Rathalos. Wahrscheinlich, weil man ja den Fans, vor allem in der westlichen Welt, die ja weniger Monster Hunter Teile zur Verfügung haben, es nicht zumuten wollte. Nee, du bist kein der Gigante. Nee. Nicht zumuten wollte, dass sie sich mit einem neuen Monster identifizieren müssen. Ich meine, Rathalos ist nun mal was ganz Besonderes in der Monster Hunter Stories Welt. In der Monster Hunter Welt generell. Rathalos ist ja für viele noch das ikonischste Monster Hunter Monster. Also nicht das Beste. Das Beste ist ja eh immer schwierig, ne? Kennen wir ja. Das Beste immer der schwierige Definition. Was ist das Beste von irgendwas? Aber ich glaube, die meisten können sich dann tatsächlich mit Rathalos als Hauptmonster identifizieren. Ist ja auch ein cooles Monster, so ein Rathalos. Ich mag Tinoga zum Beispiel, eingeführt in der dritten Generation mit Monster Hunter Portable Third eingeführt. Also ich glaube, es war Monster Hunter Portable Third. Und nicht Monster Hunter Tri. Ich überlege aber nochmal. Also es war das Flagship-Monster. Also der Zenoga war das Flagship-Monster von Monster Hunter Portable Third. Aber naja. Es bin auch am Ende ja nur wieder ich, der Dinge sagt. Da vorne ist ein goldener. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier keinen der Gigante finden, geben wir uns auf jeden Fall hier der goldene Monsterbau. Der seltene. Seltene Monsterbau. Damit wir noch ein bisschen was haben, ne? Sonst ist es ja. Ah, da ist ein Tigrex. Ein Plesiot. Oh mein Gott, ein Plesiot. Kommt schon wieder mit so einem Konchu zusammen, ne? Ich hasse Konchu. Hier bin ich auch schon wieder falsch.
Oh, muss ich wirklich an dem T-Rex vorbei? Ich meine, ich kann den Kampf ja skippen. Das ist ein schwarzer T-Rex. Also das ist schon ziemlich... Oh Gott, heftiges Monster. Brachial-T-Rex. Könnte man sich eigentlich auch mal beschaffen. Es wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Konter gegen starke Bossgegner, weil so ein T-Rex macht halt phänomenalen Schaden. Als bin ich ja nicht für den T-Rex hier, sondern für das Monsterchen, was ich hier aus dem Ei hole. Wieder eine Runde plündern gehen. Ja, weil das Ei sieht aus wie ein Brachial-T-Rex und es ist ein besonderes Ei. Und irgendwie habe ich jetzt keine Lust, dass da am Ende vielleicht was Schlechteres rauskommt. Und ein Brachial-T-Rex wäre natürlich nochmal eine tolle Erweiterung. Okay, ich würde sagen, wir können ja noch kurz hier ein Ründchen drehen, aber ich glaube fast, dass ich euch fragen werde, was ich hier übersehen habe, wo ich den Nergigante vielleicht am Ende doch finden kann, denn offensichtlich finde ich ihn ja nicht und ich hätte ihn halt ganz gerne gefunden, um ihn ein wenig zu malträtieren. Jetzt bin ich schon wieder hier und hier ist er ja nicht. Oder ist er hier nur mit einer gewissen Glückschance? Nee, hier ist kein. Nee. Also, wenn ihr mehr wisst, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Ich würde jetzt zurückgehen. Und würde jetzt gucken, was wir aus dem Ei herausholen. Und dann, ja, mal gucken, ne? Also, wie gesagt. Stallungen sind hier. Höp, da lang. Was für eine Frechheit. Ach so, sie reden nicht mit dir. Naja, gut, du bist ja auch ein komischer Typ. Ah, ich habe zwei Eier. Noch ein Ei vom letzten Mal. Ah ja, ein Zinnoger. Sehr geil. Ja, da kann man uns mal Sachen von klauen. Und hier müsste jetzt eigentlich ein Brachial-T-Rex drin sein. Ja, Brachial-T-Rex. Und ich nenne dich Blackie. Einfach weil... So, ah ja, Blackie nehmen wir auch einfach direkt mal mit, würde ich sagen. Ah, haben wir eigentlich vom Erkundungsteam. Die bringen wir auch kein Fleisch mit. Ich weiß nicht, so Erkundungen bis jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass da was Dolles bei rumkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde tatsächlich Tiger Claw austauschen gegen Blackie. Ah, nee, Blackie Stärke. Ah, Blue Devil, Blackie... Na, ich weiß noch nicht. Mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Okay, ihr lieben Leute, ich würde sagen, für heute machen wir wieder Feierabend. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ich es am besten hinbekomme, dass ich den Nergigante finde, um ihn ein wenig abzufarmen, bevor wir hier weitermachen. Und ich finde, meine Rüstung sieht ziemlich cool aus. Ihr lieben Leute, haut rein und gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs auf die neue Folge warten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.